Ja, und moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, also haben wir ja gedacht, der zweite Part von Euro Truck Simulator 2. Wie ich gemerkt habe, ist der letzte Part eigentlich ganz gut angekommen, trotz den Rucks. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt die Fracht, den Fahrt weiter. Ihr werdet einen neuen Mod von mir sehen. So, hier das Interior Mod. Haben wir mit runtergeladen, mit Beifahrerin, was eigentlich ganz geil aussieht. What the hate? nicht zu euch. Und ja, dann werden wir auch schon loslegen. Oder habe ich noch irgendwo was Neues? DB. Höchstens, wenn wir vielleicht einen Scania entgegenkommen oder so. Meine Pingzahl ist gerade schon wieder extrem niedrig. Ja, FPS-Zahl, wie gesagt. Ja, und ihr werdet jetzt auch kein Knacken mehr hören, weil ich jetzt die Tastenbelegung etwas anders habe. Der Blinker ist jetzt auf zwei andere Tasten. Jo, und jetzt geht das Vibrieren wieder los. Das soll jetzt wieder etwas ungewöhnen, aber es wird wohl klappen. Das Interieur sieht schon geil aus von dem Volvo. Die Aufnahme muss ich auch noch. Mein Timer also muss ich auch noch starten. Und wir fahren jetzt so weiter. Sie haben eine Reiseagentur entdeckt, okay. Und ich sehe, wir müssen rüber. Und dann werde ich auch jetzt mal rüberbiegen. Abbiegen. Vibration is action. Haben wir auch noch rot, müssen wir wieder abbremsen. Und wir haben eine Mail. Mal gucken. Sehr geehrte Damen und Herren, als Scheiße, jetzt kann ich nicht lesen. Als zertifizierter Händler von MAN LKWs bieten wir eine große Auswahl an. Okay. Uns wurde ein LKW-Händler angeboten, und zwar in... LKW-Händler? Hier in Hannover. Ne, ja, hier in Hannover ist auch einer, aber hier in... München? München. Und zwar ein großer. Und da werden wir uns vielleicht einen MAN kaufen. Muss ich gucken, wie es kommt. Dann biegen wir auch heute mal ab hier Richtung, keine Ahnung wohin. Ganz vergessen, das neue Radio einzumachen. Hier ist Radio. Ne, ich will was anderes haben. Ich will einen von den neuen haben. Ja, ich habe auch noch ein Radio-Mod drin, aber wo ist denn jetzt das T für Technobase? Schade, man kann die auch nicht suchen. Bin ich jetzt zu blöd, um Technobase zu finden? Gott, ich finde ihn nicht. Doch, da ist er. Manchmal habe ich vielleicht die Lautstärke wohl etwas runterdrehen müssen. Weil es wohl extrem laut ist. Ja. Sagst du, wirst du reichen? Wegen, das ist ein Mod von. Aus dem Mod-Hoster, Hoster oder so ähnlich. Ja, und Technobase finde ich ist ein geiler Radiosender. Ja, Radiosender kann man es zwar nicht nennen, aber wird meistens in GTA-Servern, also SMP-Servern, benutzt. Apropos SMP, ja, es wird bald die weiteren Folgen von SMP folgen. Und zwar von German Elite Real Life, wo ich gerade halt bei bin. Das Servervorstellungsvideo hochzuladen, und ich werde wohl auch das SMP Let's Play fortsetzen auf den Server. Endlich mal ein vernünftiger Server, wo keine Werbung so drin ist. Server Radio.
durch den Tunnel. Licht. Ich habe vergessen, wo das Licht war. Da war Fernlicht. Ah. Hier ist das normale Licht. Was ganz schön hell ist, merke ich. Zu grell. Wir drücken ganz schön auf die Tube. Und eine Frage hätte ich an euch, liebe Leute, die das wieder anschauen. Ich habe ein Lenkrad mit Pedalen und ich wüsste gerne, warum das hier nicht hinhaut mit meiner zweiten Pedale. Ich gebe nur mit einer Pedale Gas und das ist das Bremspedal. Ich will nämlich nicht das Gaspedal nehmen. Und ich merke, es leckt etwas. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich nichts laufen, außer das jetzt hier, Flips und so. Ah, jetzt kommt die Autobahn, wir waren auf Landstraße. Okay, wir müssen geradeaus. An meiner nicht so beliebten Stelle, ey. Ich fahre hier nicht gerne rum. Und auch nicht runter. Jetzt müssen wir das bremsen. Ich muss so erstmal wieder reinkommen, ich habe so lange keinen ETS mehr gezockt. Und wir sind auf Autobahn, jetzt können wir Gas geben. Dann gucken wir, so ist zu fahren mit dem Lenkrad. Ich glaube, noch beschissener. Ja, es geht eigentlich. Man kann damit fahren. Schon gleich die nächste Abfahrt nehmen. Jetzt sich mal in der Innenperspektive. War eine kurze Autobahnfahrt. Das ist Autobahn. Ja, das ist Autobahn. Und wir rasen. Okay, ich muss doch ändern. Weil das so eine komische Kurve ist. Und wir fahren gleich in den Abhang hier rein. Da hätte ich doch etwas abbremsen müssen. Und wir müssen eine 100er irgendwas Strecke fahren, 146, 45. Und das schaffen wir locker in diesem Part. Zu Anfang ist es noch am einfachsten. Ich sag einfach, die Musik ist einfach noch am besten hier. Ich habe zwar meine eine Musik drin, aber die will ich jetzt nicht extra abspielen. Wie in den Gameplay von mir. Ja, ich versuche jetzt von anfangs in jeden Part eine Folge reinzubringen. Das wird wohl auch klappen laut Zeit. Ich hoffe es. Wir fahren ja 90, müsste ja nicht zu klappen sein. Wenn ich jetzt nicht irgendwie welche Unfälle baue. Ich glaube, ich stelle es doch noch etwas leiser.
So, ich hoffe, das ist so in Ordnung wegen der GEMA. So, dann überholen wir mal die Pkw-Fahrer. Boah, die zu vibrieren in diesem Mod-Game, ey. Da kommt aber irgendwie Schneemod. Und den will ich jetzt aber nicht rausnehmen wegen, es passt ja zur Jahreszeit. Also ich bin am Überholen, wie zum Teufel. Jetzt überholen wir auch noch einen LKW-Kollegen. So, jetzt sind wir auf der richtigen Straßenseite. Spur, Straßenseite ist eigentlich das gleiche, aber egal. Bloß das Problem ist, mit meinem Lenkrad habe ich immer so ein Kabelgewühr. Wo war jetzt eigentlich nochmal die Hupe? Da war Lichthupe. Scheinwürze. Denk mal. Ah, Hupe gefunden. Ich bin gespannt, wann die Hersteller das nächste Update rausbringen. Ich hoffe, so bald wie möglich, wegen. Es müssen noch einige Sachen gefixt werden und so. Die Bugs sind halt immer noch drin. Wir überholen wohl einen Kollegen mit einem Tanker jetzt. Gleich, wenn ich rankomme. Scheint aber so zu sein. Einmal rüber hier. Und schon sind wir an ihm vorbei und können wieder rüber. Und noch 71 Kilometer. Das sieht irgendwie stark nach Schnee aus. Ich muss hier nicht raus. Ich hätte zwar auch einfach geradeaus durchfahren können, aber kommt nicht gut bei den Cops. Und es ist unsere erste längere Strecke. Ja, ich bin wohl etwas zu ruhig, aber kann ich auch nichts dafür. Ich höre einfach gerne zur Musik hin. Aber wir werden auch wohl bald da sein in 35 Kilometern. Ich bin falsche Spur. Jo, einfach mal Gas geben hier als LKW-Fahrer. Dürfen wir ja alles? Nein, dürfen wir halt nicht. Das ist ein Problem hier. Noch so geschafft. So. Okay, Blitzer. Gucken, ob wir gewitzt werden. Ich fahre nämlich genau in die 90. Und, nope. Und die Hersteller könnten ein paar richtige Lizenzen reinbauen von den LKWs. Ich habe zwar einen Mod drin, aber das ist, glaube ich, auch ein richtiges Volvo-Logo. Wo ist es? Mein Ausfall kommt. Ich lasse mal Speed runter. Bremsen. Und runter hier.
Ja, etwas vom Gas runtergehen und jetzt weiter. Richtung, wo fahren wir überhaupt hin? Wir fahren nach Rostock. Okay, wir sind in Rostock. Die Fracht fast unfallfrei nach Rostock gekriegt. Das ist ja mal ein neuer Rekord von mir. Sonst brauche ich immer 1000 Unfälle. Und warum habe ich das gesagt? Jetzt brauche ich sicherlich noch einen Unfall. Noch etwas schnell. Oh, danke, dass du überfährst. Und wir müssen zu TNT. Und wir haben Rot. Oh, er hat den Motor ausgemacht. Zu früh angehalten. Obi! Ui, oh, was heißt Obi? Oder wie die schöne Werbung auch heißt. Na, wie geht's, Schatz? Und speeden. Keine Panik, Schatz, wir sind ja gleich da. Wo kommt genau hin? An die 15 Minuten. Ich hätte besser einlenken sollen. Nein, ich wollte es nicht. Kein Unfall. Nein. Aus. Und rein hier in die Firma. Unser Verdienst für heute. Gute Arbeit. Ja, 2000 und 186 XP. Würde man da sagen, nehmen wir schon mal die nächste Fracht an. Mercedes. Scania. Mercedes. Also MN. Ein Volvo, nicht schon wieder. Na, ich gucke einfach nach dem Preis. Ein Iveco, dann nehmen wir mal den hier. Von DB nach Lidl. Von Hamburg nach Osnabrück. Oh, ups, haben wir auch drin. Und ich höre immer noch Techno-Base, obwohl ich aus dem Auto raus bin. Hm, das ist auch noch buggy. E-Mail. Benötigen Sie... ja, die Bank hat uns angeschrieben, dass sie jetzt für uns Geld und so hat. Ja, wir haben jetzt 5000 Euro und ein paar zerquetschte. Okay, wir haben hier ein Bett drin, aber hier geht meine 180 Grad Kamera irgendwie nicht. Ah, so kommt man also aus dem LKW raus. Komm schon, immer noch. Geht nicht. Finde ich unfair. Und ja, somit sage ich, beende ich diesen Part. Und... Moment. Ist der an? Ist der an? Denke aus. Glaube ich zumindest, dass es aus ist. Und ja, beende ich jetzt diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann.